Das ist Hannelore Kraft. Sie ist Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Und das ist ihr Herausforderer, Armin Laschet. Wer so vage bleibt, wer so wenig in den Themen ist, der darf keine Verantwortung für dieses Land übernehmen. Es waren die schlimmsten Jahre, seitdem es dieses Land gibt. Und das muss sich am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen wieder ändern. In diesem Film geht es nicht um ihre Wahlprogramme. Es geht um sie als Menschen. Für 6 Wochen begleite ich Hannelore Kraft im Wahlkampf. Und ich bin mit Armin Laschet unterwegs. Wie sind die beiden hinter den Kulissen? Und wie halten sie den Kampf aus? Damit muss ich leben, dass mich manches auch trifft, ja. Der eine sagt, du musst emotionaler, der andere sagt, du musst aggressiver, der dritte sagt, du musst die Frau Kraft mehr beschimpfen. Es geht um das persönliche Duell, um die Macht. Morgens im April. Armin Laschet ist auf dem Weg ins Münsterland. Das können Sie aber blind, so ein Krawattenton. Ja. Ja. Schon immer? Ja. Beigebracht vom Vater? Gute Frage. Ich glaube, die ersten Krawatten, die ich getragen habe, das ist schon zu kurz. Ich muss noch mal neu machen. Die habe ich dann nie entflochten, sondern immer nur so losgezogen und dann wieder über den Kopf gezogen. Aber irgendwann lernt man auch richtig Krawatten. Ich kann allerdings nicht 20 verschiedene Knotenarten, können ja manche Leute. Suchen Sie die selber raus? Krawatten? Ja. Ja, oder kriegst du sie auch geschenkt? Und dann meine Aber achte auch. Schon selbst drauf. Also das ist ja die wenigen Schmuckstücke, die ein Mann hat. Krawatten. Insofern. Wo ist der Kaffee? In Hannelore Krafts Wahlkampfbus. Ihr erster Termin ist im Rheinland. Einer von 8 an diesem Tag. Sie sind erkältet? Wenn Sie denn mal krank sind, bei wem müssen Sie dann die Krankschreibung einreichen? Das ist eine gute Frage. Bei mir selbst. Deshalb bin ich so selten krank oder falle selten aus. Aber mein Mann pflegt mich dann immer ganz gut und dann geht es auch relativ schnell. Wie oft zwingt man sich dann trotzdem? Oder? Ja, das kommt drauf an. Also im Moment ist es natürlich schwierig, sich auszuruhen. Also ich würde sicherlich, wenn ich jetzt nicht die Wahlkampftermine hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich versuchen, ein paar Termine auszudünnen. Aber das geht jetzt nicht und das ist auch okay. Also ich fühle mich fit. Der Herausforderer aus der Schwarzenegge, den zukünftigen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, mit der Nummer 1, Armin! Termin bei der Jungen Union in Köln. Armin Laschet hat ein Problem. In den Umfragen liegt er deutlich hinter Hannelore Kraft. Jetzt muss er erst mal seine eigenen Leute von sich überzeugen. Vielen Dank. Der Moderator hat ihn eben gefragt, was der Unterschied wäre zwischen Frau Kraft und Ihnen. Und dann habe ich gesagt, der ist ganz einfach. Ich werde Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. So einfach ist das. Armin Laschet braucht die jungen Parteimitglieder jetzt. Sie müssen für ihn auf die Straße. Plakate kleben, Kulis verteilen, Stimmen sammeln. Und da frage ich, warum müssen wir immer bei denen sein, die weniger können, die letzter sind, die sich nicht richtig kümmern? Und ich will, dass jemand, der hier lebt, sich so sicher fühlt wie in Bayern. Das muss unser Maßstab sein. Und da muss man auch durchhalten. Und auch Johannes Laschet ist hier. Eins seiner 3 Kinder, sein ältester Sohn. Gibt es konkrete Sohn-Tipps, die man jetzt so gibt? Hin und wieder mal. Also ich sage ihm oft mal, dass er ein bisschen mehr Präsenz online zeigen muss. Und ich gebe ihm gerne mal so Anzugratschläge oder sonst irgendwas. Und sage ihm auch, dass er eine gute Arbeit macht und ja, push ihn, was das angeht natürlich. Jetzt hat er Ihnen die Show gestohlen quasi. Schon gibt hier Interviews. Ja. Gut. Geht um Ihre Social-Media-Aktivitäten. Ja. Genau. Twitter, Facebook, alles und dabei. Instagram. Das kann er aber auch. Ja, er ist da besser. Er ist da besser, aber er schreibt doch nicht über Politik. Ja, das ist direkt ein anderes Themenfeld. Okay. Sein Team beobachtet jedes seiner Interviews. Macht er das dann alles immer selbst mit den Interviews oder gucken Sie da sozusagen auch nochmal als zweite Absicherung drüber? Ich guck als erstes drauf, mache irgendwie die großen Klopser raus.
Aber er hat das letzte Wort. Da legt er auch sehr viel Wert drauf, dass nicht irgendwer für ihn bestimmt, was da gesagt wird. Das ist schon alles er. Genauso wie bei Twitter und Facebook ist auch alles er. Denken Sie da manchmal so, oh Gott, was hat er da jetzt wieder gepostet? Da sage ich nichts zu. Hannelore Kraft im Gewusel. Auf welche Kamera gucken wir denn jetzt? Mit Landtagskandidaten in Bergisch Gladbach. Ja, komm, gucken, fangen wir da an. Die Einstellung bei der Polizei pro Jahr wollen wir hoch auf 2300. Ihre Erkältung lässt sie sich nicht anmerken. Es sind rund 200 Menschen gekommen zum Frühstücken ins Bürgerhaus, nur um sie zu treffen. Ihr Herzenswunsch ist, dir mal die Hand zu drücken. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag. Wie viele Kinder haben Sie denn? Fünf Kinder. Und wie alt sind die? Ja, die sind über 30. Die sind alle hier geboren. Ja? Alle hier geboren. Und alle auf einem guten Weg? Ja. Keiner, der irgendwie vom Weg abgekommen ist? Nein. Hat die Mama gut aufgepasst? Ja. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Versuchen Sie noch irgendwo einen Kaffee zu kriegen, bitte. Ja, aber ich mache jetzt erst die Gespräche. Dann mache ich die Fotos. Ja, dann los. Kannst du, soll ich das machen? Marina! Ich kann das auch machen. Nee, dafür habe ich jemanden mit. Achso. Das ist nett. Okay, danke schön. So, jetzt, wer will noch Fotos? Foto. Die Chefin kommt. Die kommen ja alle so nah ran. Das stört mich nicht, überhaupt nicht, nein. Das sind ja alles nette Menschen und die auch ihre Ideen haben, die ihre Vorstellungen haben und die ihre Fragen haben. Und die haben die Gelegenheit, jetzt mal die Ministerpräsidentin direkt zu fragen. Und die nehmen sie auch gerne wahr. Alles gut. Also Hände schütteln mit so vielen Leuten. Ich weiß nicht, ich hab vielleicht auch so ein bisschen so einen Tick oder so. Aber ich bin schon so, ich hätte ab und zu so gedacht, so ein Tuch oder so. Brauche ich nicht. Man muss eine Menge Gespräche führen, wenn man Ministerpräsident werden will. Armin Laschet besucht eine IT-Firma im Kreis Borken. Auch hier sind viele Parteimitglieder gekommen. Wir sind ein starkes Land, diese Region ist stark, wir haben ein starkes Selbstbewusstsein. Und ich finde, das müssen wir auch ausstrahlen. Ja. Aber die Kraft ist viel zu frech. Ja, ich bin auch frech. Also, das kriegen wir schon hin. So. Herr Laschet, ich schätze Sie sehr. Aber bei der letzten Landtagsdebatte haben Sie ja mal Emotionen gezeigt. Und das wünsche ich mir häufiger von Ihnen. Dass Sie wirklich mal aus sich rausgehen und auch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, wenn der letzte. Ja, das ist wahr. Wenn ich im Landtag eine Emotion zeige, und dann steht in der Zeitung, Laschet kritisierte Kraft scharf, in den Westfälischen Nachrichten oder was immer man hier liest, Westfälische Nachrichten, dann kommt das nicht so raus. Sie müssen es auch hören. Man muss viel vor Ort sein, dass die Leute einen so kennenlernen. Und man muss speziell die Themen, die man für wichtig erachtet, auch pointiert machen. Nicht persönlich, nicht billig, aber schon mit klarer Kante, damit man weiß, wenn die dran sind, geht's so, wenn die anderen dran sind, geht's anders. Es sind noch 3 Wochen bis zur Landtagswahl. Wir können ruhig schon reingehen. Seit 7 Jahren regiert Hannelore Kraft von hier aus das Land. Das ist schick, Frau Kraft. Ja, wobei ich nichts geändert habe. Außer ich habe entrümpelt, hier standen noch mehr Möbel drin. Und ich habe ein anderes Bild aufgehängt. Also der Schreibtisch alles, und die Stühle, genau. Ist alles so geblieben. Also die hätte ich nicht gekauft, um es klar zu sagen. Das ist das Herr Rüttgers Geschmack oder was? Ich weiß nicht, ob er erstmal einer seiner Vorgänger, das kann ich gar nicht sagen, aber das ist. Wenn man da drin sitzt, werden Sie es merken. Wenn man jetzt einen kürzeren Rock anhat, kann die gegenüberliegende Seite, das ist nicht so schön. Also ich hätte gerne hier einen Besprechungstisch, einen ganz normalen. Das ist auch so ein bisschen Männer. Ja, schwarzes Leder, genau. So, hallo Herr Steinhäuser, grüß Sie. Ist es soweit? Jawohl, kommen Sie rein. Jetzt sehen Sie das schöne Büro. Ja, wir haben aber eine nette Terrasse. Das ist wahr. Ist die schon eröffnet? Ja, auch im Winter, so. Die ist immer offen.
Armin Laschet ist seit 3,5 Jahren Oppositionsführer im Landtag. Wenn schöneres Wetter ist, kann man das schön machen. Jetzt haben Sie ja hier eine schöne Terrasse und ein schönes Büro, aber Sie wollen ja quasi da oben. Ja, da gibt es keine Terrasse mehr. Das Büro ist auch nicht so schön, aber ich will trotzdem dahin. Wissen Sie schon, welche Etage? 11. 11. Etage. Jetzt sagen Sie ja ab und an da auch auf Ihren Reden, die da mit der Arroganz der Macht in Ihrem Glaspalast. Mhm. Aber Sie wollen da ja selber rein. Ja. Aber eigentlich wettern Sie ja gegen diesen Glaspalast. Ich wetter gegen die Haltung, dass man viele Probleme im Land nicht mehr mitkriegt und sagt, alles ist wunderbar. Jäger ist ein toller Innenminister, wir haben keine Probleme mit dem Wirtschaftswachstum, die Bildung läuft optimal. Da sage ich, das ist Glaspalast. Aber man kann auch in einem Glaspalast ein Büro haben und trotzdem noch wissen, was los ist. Und das nehme ich mir vor. Wie weit darf man denn im Wahlkampf gehen? Sie sagen zum Beispiel nie Herrn Laschets Namen. Nee, weil ich auch nicht, also ich versuche auch mich nicht abzuarbeiten. Ich will ja nicht dadurch stark werden, dass ich ihn klein mache oder egal wen. Ich finde, wir sind in einem Wettbewerb um die besten Ideen, um wer hat den besten Plan für dieses Land und wer kann das auch umsetzen. Aber ich bin nicht gegen jemanden unterwegs. Mögen Sie ihn, wenn Sie ihn in der Kantine sehen oder so? Dann also wir können miteinander guten Kaffee trinken. Das ist aber das, wir sind alle, das glaubt der Eindruck ist auch von außen immer falsch, wir sind alle Menschen. So, und es gibt Leute, die in meiner eigenen Partei, mit denen ich weniger klarkomme, als mit manchen in anderen Parteien. Das ist doch so. Es gibt irgendwie eine gemeinsame Basis. Man mag sich nicht. Mögen Sie Herrn Laschet? Es gibt so Sachen, die ich an ihm einfach gut finde, ne? Weil er kann über sich selber lachen. Das finde ich ist eine wichtige Eigenschaft. Er hat jetzt zweimal irgendwie in den letzten Plenarrunden hat er irgendwie einen Bock geschossen. Also irgendwie, und dann hat er das auch gemerkt und dann lacht er über sich selber. Und das finde ich auch gut. Also er hat Humor, das finde ich jetzt eine wichtige Eigenschaft. Ja, also politisch finde ich, dass sie nicht, also nicht genug macht und engagiert ist und Dinge wirklich bewegt. Das ist sympathisch, wenn sie irgendwo auftaucht. Persönlich kann ich ja gut mit ihr. Aber der Drei fehlt, finde ich. Sie müssen ja an gewissen Punkten auch einfach sehr kritisch mit ihr umgehen. Das tue ich ja in jeder Landtagsdebatte. Jede Landtagsdebatte, wenn ich selbst spreche, was fast immer der Fall ist, ist eine Kritik an der Regierung und an der Regierung an ihr. Und dann redet die immer dazwischen und so? In letzter Zeit ist sie was nervöser, ja. Sonst redet sie nicht immer dazwischen. Und das wird aber doch auch persönlich. Ja, aber es wird persönlich, sachlich persönlich. Sie können das nicht. Ja, aber ich sag nicht, sie... Hey, jetzt sage ich jetzt nicht, was ich jetzt sage, aber ich sage nicht irgendein ein Attribut über ihre Persönlichkeit. Das gibt es auch mal, aber nicht von mir und auch nicht von ihr. Im politischen Wettstreit, das geht eigentlich nicht. Ja gut, aber nervös, irgendwie angeregt. Das sage ich ja nicht. Habe ich gerade gesagt. Ja, hier habe ich jetzt gesagt, sie reagiert da mal nervös. Aber ich sage nicht in dem Plenum. Also persönlich wäre, wenn man über die Politik geht, sie sind so dumm, sie sind falsch, sie lügen, sie tricksen. Also ein Persönlichkeitsbild mal. Sie haben gesagt, die Staatskanzlei verharmlosen, vertuschen und noch was. Ja. Das ist jetzt nicht nett. Das ist wahr. Aber auch nicht persönlich. Aber auch nicht persönlich. Ich habe ihn ja auch als Wackeldackel bezeichnet. Ich fand, das war noch ein ganz süßes Bild. Das ist aber ein bisschen schon persönlich. Wackeldackel ist noch mal eine Ecke härter. Ich habe es ja festgemacht daran, dass die CDU bestimmte Positionen nicht gehalten hat, sondern stauend wieder die Position verändert hat, um möglichst alle mitzunehmen und allen irgendwie die Antwort zu liefern, die sie hören wollen. Und das war für mich so, da ist mir der Blick auf dieses Bild vom Wackeldackel in den Blick gekommen. Aber sind Sie dann also so nachtragend? Nachher kann das ja sein, dass Sie ja zusammenarbeiten müssen. Ach, das warten wir erstmal ab, da haben erstmal die Wähler das Wort. Ja, aber wenn man halt mal zusammenarbeiten muss mit jemandem, der im Wahlkampf vorher irgendwie dann doch irgendwie gepoltert hat, sind Sie da nachtragend? Oder? Ja, ich weiß schon, wo das Kriegsbeil vergraben ist. Das hat immer Peer Steinbrück so formuliert, das weiß ich schon, ja. Also was heißt, ich weiß schon, was gewesen ist. Also das dauert dann länger, bis ich sowas wieder vergesse. Haben Sie hier selber schon gestanden und getrödelt? Aachen-Burtscheid. Armin Laschet will mir seinen Stadtteil zeigen. Seine Frau Susanne tritt selten auf in der Öffentlichkeit. Gibt es irgendwas, wo Sie besonders darauf achten oder wo Sie besondere Hinweise geben? Mache ich natürlich ständig, das ist gar keine Frage. Es ist sehr, sehr anstrengend. Also ich finde es schon sehr, sehr öffentlich. Das ist eine Sache, die ich
schwierig finde und mit denen, die ich auch nicht so gerne habe. Aber da muss man eben durch. Das ist halt einfach so. Der Trödelmarkt ist nicht weit entfernt von dem Ort, an dem Armin Laschet geboren ist. Jetzt können wir die Runde drehen. Herr Laschet, Sie sind hier ganz, wenn Sie hier mal gucken, Sie sind hier ganz missbraucht worden für was anderes. Ist doch schön. Es gibt aber Schlimmeres. Da hängen jetzt die Klamotten über Ihrem Wahlplakat. Wunderbar. Ja, mach gar nichts. Hallo. Ich habe eben noch gesagt, jetzt für mich hab ich ganz. Und ich dachte so für mich, oh Gott, was hängst du Laschet? Ja, und? Das ist doch praktisch, da haben Sie da direkt. Ich bin noch nicht erwischt worden. Das kommt bestimmt gleich in Ordner. Ja. Darf ich? Ja, sagen Sie im Ordner, Sie dürfen. Okay, ja. Das sage ich. Tschüss. Tschüss. Und dann gibt es Ereignisse, die können eine Wahl beeinflussen. Hannelore Kraft muss die Landesgartenschau eröffnen. Und das ausgerechnet am Morgen nach dem Bombenanschlag in Dortmund. Was für ein toller Auftakt für die Landesgartenschau hier in Bad Liebspringe. Aber ich muss gestehen, meine Damen und Herren, die Ereignisse gestern Abend gehen mir ehrlich gesagt noch nicht aus dem Kopf und Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Ich bin immer noch geschockt von diesem Feigenanschlag auf den Bus. Wo ist denn das? BVB. Und ich denke, wir alle wünschen von hier aus der Mannschaft und vor allen Dingen den Verletzten, Marc Bartra, dem Spieler und dem Kollegen von der Polizei, von hier aus wünschen wir Ihnen alles Gute. Macht ihr das richtig? Ja, klar. Und das muss ein Ministerpräsident in dem Moment sagen, muss Anteil nehmen, muss für die Bürger des Landes sprechen. Und da spielt auch Parteipolitik keine Rolle. Aber sie hat ja einen Vorteil. Sie hätte diesen Amtsbonus. Ja gut, das ist jetzt in dem Moment hat sie den Vorteil, aber die Wahl wird auch nicht über das Ereignis entschieden. Aber dass ein Ministerpräsident in so einem Moment die richtigen Worte finden muss, ist selbstverständlich. Und so die Erwartung der Bürger. Ja, aber interessiert irgendjemand, wenn de Maizière da ist und Kraft da ist und ich da irgendwo sitze? Wenn Sie Ministerpräsident werden, würden Sie auch? Ja, na gut, ich bin auch nicht Ministerpräsident. Ja. Ich habe jetzt hier zwei Leute, also auch noch Leute, die hier warten. Wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, würde ich Ihnen hier. Während Armin Laschet noch überlegt, fährt Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin ins Stadion. Geht's um was jetzt zu dem Spiel? Ich habe zum Spiel was geschrieben, ja. Das, was ich jetzt denke, dann kann ich beim Spiel sein, aber seine Gedanken dazu sagen. Danken Sie für den Spiel des BVB, Respekt, dass er auf dem Platz halt spielt. Die Partei macht das selbst, die Partei einen eigenen Account. Aber was hier steht, ist meins. Frau Kraft macht das ja anders. Ja, Frau Kraft ist Frau Kraft. Ich bin ich. Ein bisschen Wurst heute. Halleluja, echt. Ja, das ist, wenn man drei Tage in OWL ist. Ich mache am besten mal zwei Stapel darauf. Ja. Was sind die wichtigen oben? Die sind alle relativ gleich wichtig. Okay. Ich muss einmal die Presse, ich mache noch einmal die DPA-Meldung nochmal. Es ist zu trocken in NRW? Ich habe so ein bisschen mal so in älteren Porträts so geblättert und so. Und dann stehen da ja schon Sachen wie irgendwie die Bekümmerte oder sie will Doppelpunkt nichts oder sie ist amtsmüde oder so. Wie machen Sie das, wenn Sie das dann sowas lesen? Nein, es gibt schon Sachen, die mich da richtig ärgern. Also die Phase, zum Beispiel diese Geschichte, sie ist amtsmüde, war ja etwas, was erkennbar die Opposition gespielt hat. In der Zeit, als es bei mir wirklich, ich bin nicht mit lachendem Gesicht rumgelaufen, weil meine Mutter schwer krank war. Und daraus dann zu machen, sie ist amtsmüde, das hat mich schon geärgert. Aber das stachelt natürlich meinen Kampfeswillen, was die Landtagswahl angeht, nur eher an. Also das heißt, nicht Sie schützt, Sie nehmen das dann als... Nein, ich kann, wenn Sie, es gibt, glaube ich, zwei Varianten, als Politiker damit umzugehen. Sie können sagen, ich baue eine Mauer um mich rum und sozusagen schütze mich dadurch. So mache ich aber nicht Politik. Sie können nicht, ich sag mal, offen auf Bürger zugehen und den direkten Kontakt auch genießen und auf der anderen Seite eine Mauer um sich rumbauen. Also das ist sozusagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Und damit muss ich leben, dass mich manches auch trifft, ja. Sie haben so nette Dinge da gerade vorgetragen. Wo ist er? Da. Fast alles stimmt. Auch Armin Laschet hat sich viel Kritik anhören müssen in den vergangenen Monaten. Manche vermissen bei ihm eine klare Kante. Es wirkt so, als ob er das einfach weglächelt. Sie haben ja so Gags, die streuen Sie so ein. Dann
tobt hier der Saal. Da war aber auch ja dieser eine Mann irgendwie heute Nachmittag, der meinte, ja, Sie müssen mal emotionaler werden. Was macht man damit? Man bleibt, wie man ist. Der eine sagt, du musst emotionaler, der andere sagt, du musst aggressiver, der dritte sagt, du musst die Frau Kraft mehr beschimpfen, der vierte sagt, sei nicht so polemisch. Jeder hat andere Ratschläge und man muss bleiben, wie man ist. Und ab und an ein Witz dazwischen entspricht meinem rheinischen Naturell und das mögen auch die Westfalen. Gut. Jo. Nein, also. Tschüss. Hannelore Kraft hat auch heute wieder 6 Termine zwischen Krefeld und Siegen. Erstmal eine Fahrt mit einer Dampflok. Eine Stunde dicht an dicht mit möglichen Wählern. Gibt es auch noch Bürger, die nicht Sozialdemokraten sind? Wo haben wir die? Soll noch welche geben? Alles zufrieden hier? Wer hier lebt, ist zufrieden, oder? Aber ich meine, in dem Land ist doch alles so schlecht, sagt mein Mitbewerber. Ihr Mitbewerber Armin Laschet hat sie mittlerweile in den Umfragen eingeholt. Auf den Terminen merkt man ihr nicht an, dass sich die Lage geändert hat. Danke. Viel Spaß auch. Es ist ja jetzt so ein bisschen Schwung jetzt reingekommen, weil Herr Laschet ja dann irgendwie doch aufholt in diesen Umfragen. Glauben Sie, dass er jetzt so gut überzeugen konnte im Wahlkampf? Also ich glaube das alles gar nicht mehr, interessiert mich auch gar nicht. Ich mache Wahlkampf und dann gucken wir am Ende, wie das Ergebnis aussieht. Aber pusht Sie das dann, dass Sie denken, okay, ich muss jetzt heute noch mal ein bisschen mehr geben? Nee, das fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so übel, weil die Partei dann wieder aufwacht. Weil die zwischendurch das Gefühl hatte, ach, das Ding gewinnen wir locker. Und wenn die natürlich sehen, Kopf an Kopf, dann geht sie noch mal richtig auf die Straße und kämpft noch mal, macht noch mehr Haustürbesuche. Das ist ja schon, das hat auch eine positive Wirkung. Aber das ist ja, weil die dann denken, oh, 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 vielleicht ja doch nicht. Haben Sie dann auch so Momente, wo Sie denken, oh, 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 dass Sie sagen irgendwie zu Ihrem Mann, oh, jetzt könnte es vielleicht hab ich sein? Nicht. Eigentlich habe ich nicht, weil ich kann es nicht beurteilen. Es ist auch ehrlich gesagt, ich gebe alles und dann schauen wir am Ende, was rauskommt. Armin Laschet besucht währenddessen eine Großbäckerei in Neuenkirchen bei Münster. Da stehen die Schnäpse. Genau. Da stehen die Schnäpse. Ein Kunstwerk. Ja. Lieber essen oder arbeiten? Ja, essen sowieso, aber. Also sowas. Ich finde das immer schön bei dem Handwerk. Man stellt was her und sieht danach, was hat man geleistet. Das sehe ich nie. Gut, danke. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt ein Käsebrot zugreifen. Eigentlich hatte Armin Laschet gerade schon gefrühstückt. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ja, dann. In Neuss trifft Hannelore Kraft ihre Landtagskandidaten. Vorbesprechung für einen Auftritt. Kraft hat Bedingungen gestellt. Einen Tag mussten die Kandidaten irgendwo ein Praktikum machen, sonst kommt sie nicht zur Abendveranstaltung. Arno, du warst in der Kita. Ja. Hast du richtig geschuftet? Ja. Von wann bis wann warst du da? Ich war von morgens 7:30 ungefähr, also bevor die Kinder kamen, da bis zur ersten Abholphase. Haben die dir mal gezeigt, wie die ganze Dokumentation da aussieht? Ja, also das ist schon Bürokratie, aber das ist auch wichtig, ja. Ne, auf der anderen Seite. Also ich fand besonders Jeck, die haben ja mal den Kühlschrank aufgemacht, da stehen die einzelnen Milchtüten drin, wo jede Milchtüte mit dem Datum beschriftet ist. Das kennt man von zu Hause jetzt eher weniger. Genau. Die bei dir auch mal schlecht. Genau. Da ja, kann schon sein. In der Kita nicht passieren. Das ist der Punkt. Mit der Nasenklappe. Frau Kraft, schon ein Sachen für Sie. Die junge Union. Ach, die JU ist doch. Ja, aber die Kinderarmutsquote ist in Nordrhein-Westfalen gesunken. Entgegen dem Bundestrend, ihr Lieben. Ihr müsst nicht mal mit Fake News kommen. Das ist falsch. Ja, Entschuldigung, stimmt einfach nicht. Sind alle da? Wir sind meine ganzen Kandidaten. Sind Sie jetzt so kurz vor so einem Auftritt noch aufgeregt? Nein, bin ich nicht noch. Weil ich weiß, die Zeit kann ich mich verlassen. Und was müsste passieren, damit Sie mal aufgeregt sind? Ach, es gibt immer Situationen, da kann jetzt gleich irgendjemand aufstehen und versuchen, die Veranstaltung zu sprengen. Da muss man immer irgendwie muss man sehen. Guten Tag zusammen. Hallo. Und jetzt moderiert Hannelore Kraft 1,5 Stunden durch den Abend, schiebt ihre Kandidaten nach vorne und beantwortet ausgewählte Fragen aus dem Publikum. Der Vorwurf ist ja, in NRW finden so viel mehr Einbrüche statt als anderswo. Das ist so, aber das hat natürlich eine ganz bestimmte Grundlage. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die Hälfte aller Großstädte Deutschlands. Mit mehr als 250.000 Einwohnern gibt es in Bayern nur 3 und in Baden-Württemberg auch nur 3. Wir sind pünktlich hier, ne? Ja. Oh. Hier?
So, das ist noch klassisch. Die anderen jungen Leute machen immer nur noch Selfie-Fotos. Danke, gut. Oje, oje, so viele Kameras. Gottes Willen. Nicht verschrecken. Armin Laschet besucht den Wochenmarkt in Emstetten. Morgen. Hallo. Wir haben hier vorige Woche eine Stinkbombe gehabt. So was wird die auch schon gemacht. Ja, da war richtig hektisch hier. Da musste die, unsere Polizei und auch unsere Feuerwehr eingreifen, die Videos aussuchen. Sie sehen jünger aus als im Fernsehen. Ja, das Sie ja. Sie macht in meinen Tag. Ja. Wunderbar. Ja. Jod, das heißt bei Armin Laschet, er hat genug gehört, will weiter. Muss er auch. Ja. Endspurt. Muss und weiter. Haben Sie da so einen Plan oder so, was Sie dann alles für Sachen, die Sie jetzt einfach zeitlich nicht schaffen, einfach alles machen? Nee, also einen richtigen Plan habe ich nicht. Das wird ja hoffentlich noch ein bisschen dauern. Aber was ich noch habe, ist, ich habe noch ein Saxophon unterm Bett liegen. Das hat mir mein Mann mal geschenkt 2010. Da sah es ja auch vorher nicht ganz so gut aus, dass es klappen könnte, Ministerpräsidentin zu werden. Und er wusste, dass ich mal gerne noch Saxophon lernen wollte. Und dann hat er mir das geschenkt und das liegt dann noch und kann auch noch eine Weile liegen bleiben. Ist okay. Aber ich werde es irgendwann noch lernen. Noch 12 Tage bis zur Wahl, der Höhepunkt. Hannelore Kraft und Armin Laschet treffen im TV-Duell aufeinander. Für Hannelore Kraft das dritte Mal in ihrer Karriere. Die letzten Wochen waren für beide anstrengend. Wer konnte mehr Menschen überzeugen? Wer ist besser rübergekommen? Wie ist dann Ihr Gefühl? Sind Sie mit sich zufrieden? Sind Sie der Sieger des Duells? Das sollen Sie beurteilen. Ich glaube, ich habe das, was ich sagen wollte, sagen können, meine Idee vom Land entwickeln können, aber Urteile über sich selbst abgeben sollte man nicht machen. Weitere Fragen? Hervorragend. Danke. Lodeln Sie raus. Ja? Das kann ich mir vorstellen. Das habe ich alles hier nicht angestellt. Ich war nämlich und habe das Duell gemacht, aber die Kollegen und Kollegen haben zwischendurch sich Nervennahrung und ein Duell. Da gibt es ein paar Leute, wo mir das Urteil ganz wichtig ist. Und zum Beispiel? Mein Mann und mein Sohn. Das ist wahrscheinlich der kritischste, ne? Die sind beide immer kritisch. Aber gehört, da hat man sich dann auch mal angelächelt, dass man meint, dann zum Ende wurde es ein klein. Aber das braucht jetzt eine Zeit, bis es mal runterfährt. Ja. Wenn man schon sehr konzentriert ist, natürlich. Ja, 60 Minuten immer voll in der Kamera, ne? Ja, das kommt ja noch dazu. Selbst wenn du nicht redest, bist du im Blick. Ja. Ja, war aber gut. Für mich war es ja das erste Mal. Also insofern. Kurz vor der Wahl hat Armin Laschet es geschafft, das Rennen offen zu halten. Mein Sohn hat wahrscheinlich schon. Ich guck mal, was mein Sohn gesagt hat. Moment. Der ist ja immer ganz wichtig. Da ist er. Sehr gut gemacht, Mutter. Wird immer noch besser. Das ist jemand, der wichtig ist. Der sagt das nicht so, sondern da muss man ihn schon wirklich überzeugen. Ach Gott, so viel SMS. Geht ihr jetzt alle mit hier? Für heute reicht's. Morgen wird Hannelore Kraft weiterkämpfen. Hallo Boss.